willkommen beim Wichert und Steher Teichpflanzencheck. Mein Name ist Anna und heute beschäftigen wir uns mit dem Froschbiss. Ich habe hier den Froschbiss und der Froschbiss gehört zur Familie der Froschbissgewächse. Der Name kommt nicht von irgendwoher, denn die ca. 2 bis 7 cm großen Blätter im Durchmesser erinnern ein wenig an ein Froschmaul. Der Froschbiss blüht auch in einer Blütezeit von Juni, Juli bis ca. August in gelben, kräftigen Blüten. Die Blüten sind allerdings ganz klein und zierlich, ca. 1 bis 3 cm groß. An der Wasseroberfläche erinnert der Froschbiss ein wenig an eine kleine Seerose, allerdings, wie gesagt, es ist ein Froschbissgewächs. Er hat hier unten, das kann man ganz gut erkennen, lange Ausläufer, womit der Froschbiss seine Nährstoffe aufnimmt. Das heißt, er benötigt möglichst viele Nährstoffe, ist allerdings auch kalkempfindlich. Durch diese Ausläufer sollte eine Wassertiefe von ca. 30 bis 80 cm gegeben sein und am besten ein Standort, der sonnig bis halbschattig ist. Wenn ihr mehr über den Froschbiss erfahren wollt und allgemein Interesse an Pflanzen habt, dann folgt uns gerne auf unseren Social-Media-Kanälen oder guckt einfach mal auf unserer Seite vorbei, wasserpflanzen-seerosen.com.